Freundinnen und Freunde, ich danke euch allen, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ich danke aber insbesondere denen, die hierher gekommen sind und dann wieder nach Hause geschickt worden sind. Das tut uns herzlich leid. Die Linke ist mittlerweile so attraktiv an der Saar, wir brauchen demnächst wahrscheinlich eine größere Halle. Und ich möchte natürlich den nächsten Aschermittwoch als Ministerpräsident mit euch zusammen begehen. Es sind vorhin schon viele begrüßt worden von Rolf, aber ich möchte noch zwei Begrüßungen nachholen. Zunächst, und das freut uns besonders, begrüße ich den Betriebsratsvorsitzenden der Saarbergwerke. Ich sage immer noch so, Hans-Jürgen Becker. Herzlich willkommen, Hans-Jürgen, dass du heute bei uns bist. Glück auf! Und dann die Pfälzer sind ja bereits begrüßt worden. Es sind aber auch Gäste aus Niedersachsen bei uns. Ohne dass wir Busse organisiert haben oder sonst etwas, sondern einfach aus Idealismus. Ich begrüße ganz besonders Bernd aus Oldenburg. Herzlich willkommen, hier vorne sitzt er, steh mal auf. Nun kann ich nahtlos an dem anschließen, was Gregor Gysi vorgetragen hat. Die Kernfrage der nächsten Zeit wird die sein, wer trägt die Folgen der Krise? Nicht, wie retten wir die Hypo Real Estate? Nicht, wie haben wir die IKB gerettet? Nicht, wie retten wir andere Banken? Sondern die Kernfrage wird die sein, wer bezahlt eigentlich die Zeche für die Milliardenschecks, die da ausgeteilt werden, jeden Tag, Tag für Tag? Und wir, die Linke, wir sagen, nur wenn die Linke stärker wird, haben wir eine Chance, dass die Zeche nicht den Arbeitnehmern, den Rentnerinnen und Rentnern und den Sozialbedürftigen aufgebürdet wird. Das fängt jetzt schon an in Irland. Da werden Lohnkürzungen gemacht. Das setzt sich fort in Lettland. Und ihr glaubt doch wohl nicht, dass Merkel und Co. und Westerwelle, dass die was anderes vorhaben. Nur eine starke Linke kann die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Rentnerinnen und Rentner, die Sozialbedürftigen schützen vor solchen Einschnitten. Was wir machen müssen in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, ist die Frage aufzuwerfen, was ist eigentlich Eigentum? Das Wort wird so oft verwandt und jeder glaubt, er hätte auch eine Antwort darauf, was eigentlich Eigentum ist. Die Frage aber, was gehört aus welchen Gründen wem, ist in unserer Gesellschaft nie ordentlich gestellt worden, geschweige denn richtig beantwortet worden. Es gab mal einen anerkannten Wissenschaftler Wilhelm von Humboldt, der so formuliert hat, dass eigentlich die Tätigkeit, die Arbeit das Eigentum begründet. Er hat es in einem Beispiel gesagt, wenn einer einen Garten besitzt, dann gehört dieser Garten eigentlich gar nicht dem, der ihn besitzt, sondern dem, der die Arbeit in diesem Garten macht. Denn nur die Arbeit ist eigentlich die Form der Aneignung. Die christliche Soziallehre sagt, Eigentum entsteht aus Arbeit. Und nun stelle ich hier mal die Frage, wie können Milliarden Vermögen sich ansammeln bei einzelnen Personen? Ich habe vor einiger Zeit die Frage gestellt im Hinblick auf das Unternehmen Schaeffler, wie kann eine Mutter mit ihrem Sohn Milliarden Vermögen erarbeiten? Und jeder hat damals natürlich gesagt, ja, das ist ja wohl irgendwie nicht mit Ja zu beantworten, dass das möglich ist. Es gibt nicht einzelne Personen, die an Milliarden Vermögen erarbeiten können. Und deshalb bin ich stolz darauf, dass die Not jetzt diese Frage wieder auf die Tagesordnung setzt. Das Vermögen in den Großbetrieben gehört zu großen Teilen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die dies mit ihrer Händearbeit geschaffen haben. Noch spaßiger wird es ja, wenn es um die Enteignung der HRI geht. Wenn ich da lese, auch in sogenannten Qualitätszeitungen, ich spreche hier aufgrund der unfreundlichen Behandlung mal die Frankfurter Allgemeine Zeitung an, hinter der angeblich immer ein kluger Kopf steckt. Da haben sie also leidenschaftliche Artikel geschrieben, das sei doch nun der Sündenfall, dass hier eben Aktionäre unter ihnen die Heuschrecke Flowers enteignet werden. Ich habe Zweifel, ob hinter solchen Zeitungen kluge Köpfe stecken. Hier geht es doch nicht um eine Enteignung. Die wissen überhaupt nicht, was passiert.
Diese Ganoven in den Banken haben die Bevölkerung um viele Milliarden enteignet. Die sind es doch, die enteignen. Haben die das immer nicht kapiert? Wenn der Staat jetzt bei der Hypo Real Estate reingeht, dann ist das keine Enteignung, sondern ein Polizeieinsatz zur Sicherungsverwahrung der dortigen Leute, dass sie die Bevölkerung nicht noch weiter enteignen. Das sind die Zusammenhänge, die es da irgendwann mal geht, klarzustellen. Das eigentliche Drama dieser Krise ist, dass die Weltbevölkerung durch Ganoven, nicht durch den Finanzmärkte, durch Ganoven bei den Hedgefonds, bei den Private Equity Gesellschaften, bei den Investmentbanken und so weiter in einem gewaltigen Umfang enteignet worden ist. Zur Enteignung gehört eben auch, dass man einen Arbeitsplatz verliert. Die Arbeitnehmer haben manchmal nichts anderes als ihren Arbeitsplatz, wenn man durch eben fahrlässige Finanzspekulationen dazu verantwortlich dafür ist, dass Arbeitsplätze verloren gehen, dann ist das die brutalste Form der Enteignung. Was soll das Gequatsche um Flowers und HRE und die Aktionäre, die sind doch nicht mehr normal. Die Maßstäbe in unserer Gesellschaft sind auf eine Art und Weise verschoben worden, dass das ungeheuerlich ist. Die ganze öffentliche Debatte leidet unter einer gewaltigen Begriffsverwirrung. Und sie leidet eben auch darunter, dass eben keine Maßstäbe mehr vorhanden sind, die von der Bevölkerung akzeptiert werden können. Ich habe hier den Fall einer Kassiererin, die wegen 1,30 Euro gekündigt worden ist. 1,30 Euro. Und da laufen Ganoven rum, die haben die Bevölkerung Milliarden beklaut und sie gehen noch mit goldenen Fallschirmen nach Hause. Wo bleibt da das Rechtsempfinden? Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Trägt die ganze Bevölkerung dieser Republik. Es ist überhaupt eine Frage, ob wir nicht im Rechtsstaat dafür Sorge tragen müssen, dass wieder mehr Gerechtigkeit in Deutschland möglich ist. Wenn einer einen geringen Betrag klaut, dann wird er sogar hier in diesem Fall gekündigt. Ist der Betrag etwas größer, wird er bestraft. Aber wenn beispielsweise Leute, die sich Millionen nicht verdient haben, sondern einfach aus den Kassen der Unternehmen genommen haben, wenn sie eben Steueroasen schleusen und sich der Steuer hinterziehen, dann gibt es Deal und Geschäfte mit der Justiz. Das muss aufhören. Das ist nicht die Praxis eines Rechtsstaates. Das muss anders.